Also, so sieht unser Arbeitsalltag als Consultant aus. Das hier ist das Hamsterrad, in welches der Claudius gerade eingestiegen ist. Und jetzt beginnt sein Arbeitstag. Mit Ladies, Vollgas. August 2023. Endlich ist es soweit. Unsere Schlauchboot-Tour auf der Aare von Thun nach Bern. Like und subscribe, ganz wichtig. Wir holen uns hier nur unsere Schwimmwesten, 10 Stück. 10 Schwimmwesten habt ihr? 10 Schwimmwesten, ja. Ja, genau. 10 Schwimmwesten holen wir hier und dann geht's hier rüber und dann geht die Party ab. Mit Ladies, Vollgas. Magst du wieder aus dem Hamsterrad aussteigen? Oh. Geld. Ja, in der Schweiz liegt das Geld auf der Straße. Nach einem Kilometer Fußweg vom Thuner Bahnhof sind wir an der Wiese angekommen, auf der wir unsere Schwimminsel aufbauen. Hier muss jeder anpacken. Wir bauen das Dach auf. Diese Schwimminsel ist riesig. Und es macht echt Spaß. Ich freue mich total auf unsere coole Fahrt. Ja. Da haben wir eine wunderschöne Treppe, die uns natürlich auch unseren Passagieren hilft, um das Boot zu treffen. Jawohl. Hier innen haben wir natürlich unsere Lounge. Schön gemütliche Lounge. Ja. Nur Platz. Für ja. Uns fünfte ohne Problem. Jawohl. Ja, und jetzt kommt natürlich noch das super Dach. Jetzt kommt, oh, du wirst hier fürstlich bedient, ja? Das Wetter einsatzbereit ist. Das ist Milan, ist Kapitän ad interim. Ja? Ad interim. Kapitän ad interim. Dann Claudius. Hip-Hop, Leitmatrose. Süßwassermatrose Claudius. Ja? Und wir haben hier noch den Aare-Experten Patrick noch am Start. Ich bin Franz und haben wir hier noch den Pius. Du bist der Anker, ne? Ich bin der Gast. Du bist der Gast. Bootfahrt genießt. Endlich sind alle Vorbereitungen abgeschlossen. Die Moral der Crew ist hervorragend. Und jetzt geht's ins Wasser. Ah, jetzt wird's frisch. Das tolle Sommerwetter lädt zum Baden ein. Aber wir verlassen das Boot nicht, bevor wir die Uttingenwelle passiert haben. Es ist soweit. Es kündigt sich schon an. Hier die leichten Kräuselungen. Das sind die Vorboten der Uttingenwelle. Die Uttingenwelle vorne. Also, schön lang geblieben. Captain ready? Yes. Geht das alles zu geben? Das kannst du mal. Das kannst du mal. Gas, hau das. Go, 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 geschafft. Das war die Uttingenwelle. Und ab jetzt können wir es ruhiger angehen lassen. Ja, Claudius ist kurz davor, sich die... Die Crew wartete schon lange darauf, den ersten Sprung ins Wasser zu unternehmen. Okay. Und jetzt ist es endlich soweit. Der erste Sprung ins Wasser. Und der Kapitän bleibt an Bord. Genau. Hält durch bis zum Schluss. Und hier kommt der Salzhering. Wir haben ein kleines Leck, deshalb hat das Boot die Konsistenz verloren. Müssen wir nachher noch aufpusten. Unbedingt. Ja. Trotzdem. Ja, das Dumme ist, wir waren sehr, sehr großzügig. Wir haben von unserer Akkupumpe die ganze Batterie leer gepumpt. Müssen wir jetzt alles mit dem Mund aufblasen. Unbedingt. Bist parat, gell? Unbedingt. Okay, gut. Es ist immer noch kalt, Patrick. Ja, jetzt ist es hart. Nach 30 Sekunden.
Sekunden geht es wieder, ne? Und dann wollte er überhaupt nicht mehr raus. Ja, wir sind ach, wie am Sünde. Ja, wir werden es. Ihr Lusbube. Perfekt. Patrick kann uns übernehmen. Auf halber Strecke kommt Münsingen. Hier machen wir Pause. Uchöner Öchlier bis Gehabere. Oxide on a beat. In unserer Pause in Münsingen wird es Zeit für eine weitere Abkühlung. Auf geht's zu unserer zweiten Hälfte unserer Tour. Pius ist im Wasser. Captain steuert das Boot. Ja, alles unter Kontrolle. Und der Claudius hat den Relax-Modus aktiviert. All day. Ja. Und du gehst noch mal rein. Du, sorry. Ja, rum los. Die Hand der Säcke, das Fact. Hey, so cool. Schon, gell? The best event ever. Definitiv. Das war unser Team-Event mit dem Schlauchboot auf der Aare von Thun nach Bern. Mein Fazit, es hat Riesenspaß gemacht. Wir werden das unbedingt wiederholen. Gurt. Wow, was für ein Manöver, Captain. Ja, und? Wie weit bist du bis zum Feierabend? Alter. Unangenehm. Unangenehm, genau. Kurz zusammengefasst. Meilenstein erreicht. Meilenstein erreicht, genau.